Wir sind hier in Backnang in der oberen Bahnhofstraße und sind zum Verkehrsunfall mit einrennender Person alarmiert worden. Hier fort haben wir ein Fahrzeug auf der Seite hier vorgefunden. Die topografischen Gegebenheiten haben uns da etwas erschwert. Wir mussten uns erst Zugang schaffen, sodass auch der Notarzt erstmal zum Patienten vor konnte. Deswegen wurde einfach etwas mehr Zeit benötigt, hat aber in dem Fall den Patienten nicht geschadet. Die Schwierigkeit war allgemein, diesem Fahrzeug Zugang zu verschaffen. Das hat sehr lange eben gebraucht, bis wir zum Patienten durchdringen konnten. Also wir haben von unserem Gruppenführer den Auftrag gekriegt, eine große Seitentüröffnung zu machen. Hier wurde dann mit Schere und Spreizer vorgegangen, sodass wir die komplette rechte Seite erstmals demontiert haben. Im Anschluss haben wir dann Entlastungsschnitte gesetzt, um das Dach abzunehmen. Im weiteren Verlauf mussten wir dann das Fahrzeug an die Feuerwehrfahrzeuge anschlagen, um es quasi rückwärts rauszuziehen, um an den Patienten überhaupt hinzukommen. Wir haben einen Trennschleifer benutzt, um die Umrandung hier zu durchtrennen. Stahlgeländer zu durchtrennen, das sich hier im Fahrzeug auch im Teil wiedergefunden hat. Also seitlich an der Tür war uns dieses Geländer im Weg, deswegen mussten wir es hier trennen. Wir sind jetzt mit 4 Fahrzeugen und knapp 30 Einsatzkräften hier vor Ort. Prinzipiell reden wir erstmal viel untereinander. Es gab schon die erste Einsatznachbesprechung für die Einsatzkräfte, die unmittelbar jetzt vorn dran waren. Und werden im weiteren Verlauf jetzt auch nachher im Nachgang den ganzen Einsatz nachbereiten, selbst für die Mannschaft und für die Führungskräfte. Wir haben einen Schwerstverletzten und einen lebensgefährlich Verletzten. Der lebensgefährlich Verletzte saß hier im Fahrzeug.